Britische Design-Ikonen, handgemachte Regenschirme, die Jahrzehnte halten. Schuhe, knapp 6.000 Euro teuer. Maßanzüge aus feinsten Stoffen, hergestellt in kleinen Manufakturen, die jeden Trend und jede Krise überlebt haben. Ja, das ist. Fotografiert hat sie Horst A. Friedrichs für das neue Buch Best of British. Ja, bei dem Buch geht es einfach nicht nur um Mode, es geht auch eben, wo die Sachen hergestellt werden. Ich bin ja eigentlich ein Reportagefotograf und mich haben schon immer Fabriken fasziniert. Schon als kleiner Junge fand ich das toll, in Fabriken zu gehen, die Produktion zu fotografieren, die Arbeiter zu treffen, die dahinter stecken. Und bei Best of British, das war eine Wahnsinnsreise. Eine Station dieser Reise ist die Londoner St. James Street. Seit über 300 Jahren die Heimat des Hutmachers Lock & Co. Für den aus Frankfurt am Main stammenden Fotografen ein Pflichtbesuch. Gilt der Laden doch als Geburtsort des britischsten aller Hüte, der Melone. Als Reithelm geschaffen, trug er lange den Namen Coke Hat oder auch Bowler, benannt nach seinem Hutmacher. Ein guter Bowler darf nicht drücken. Noch heute nimmt man Maß mit einer Apparatur aus dem 19. Jahrhundert, die den Kopfumriss auf Papier sticht. Die Vorlage für eine Kopfmulde, die Grundlage für den passgenauen Hut. Über 160 Jahre ist die Melone alt und hat viele prominente Träger. Darunter der wohl treueste von ihnen, der Schauspieler Charlie Chaplin. Unsere Melonen haben eine Art lebenslange Garantie. Man kommt einfach vorbei und wir beulen sie aus, passen die Form an. So sollten die Melonen ein Leben lang halten. Alle Manufakturen, die Horst A. Friedrichs besucht hat, sind mindestens 100 Jahre alt, wie die Schirmmacher James Smith & Sons. Die Holzschirme kosten zwischen 330 und 3.500 Euro. Ein Jahr musste der Fotograf warten, bis er die Fertigung im Untergeschoss dokumentieren durfte. Früher gab es noch zahlreiche Schirmmanufakturen in London. Viele mussten in den 80er Jahren schließen. Es ist der Gegenentwurf zur billigen Massenware, die das Buch zeigen will. Und das Bild einer Branche, in der die Zeit stehen geblieben scheint. Also in Deutschland ist oft alles sehr steril und sehr tot. Und hier in England und in Schottland haben wir halt eben teilweise Schubladen aufgemacht, die wahrscheinlich das letzte Mal aufgemacht worden sind vor 100 Jahren. Und dann hat man wirklich dann Sachen entdeckt und das haben wir natürlich dann auch fotografiert in dem Buch. Alle darin abgebildeten Marken sind langlebig, kostspielig und zeitlos. Aber auch an ihnen geht der Wandel der Zeit nicht vorbei. Der schottische Regenmantelhersteller Mackintosh etwa ist in japanischer Hand. Das Textilunternehmen Barber produziert aus Kostendruck auch außerhalb Englands. Die klassischen Wachsjacken aber sind noch immer made in Great Britain. Der Modejournalist Simon Crompton, der die Texte zum Buch geschrieben hat, glaubt trotzdem nicht an den drohenden Niedergang der verbliebenen Textilbetriebe. Alte Handarbeit, meint er, ist zu Zeiten billiger Massenwaren gefragter denn je. Für Designer oder Eigentümer sollte immer an erster Stelle stehen, den alten Produktionsmethoden die Treue zu halten. Sonst zerstört man das Erbe einer Marke. Das ist vielen italienischen Herstellern passiert, wo man sich nur noch auf das Design konzentrierte und die Fertigung vernachlässigt hat. Ganz der besten britischen Schneidertradition verpflichtet, fühlt man sich noch heute in der berühmten Londoner Savile Row. Hier hatte bis 2004 auch der Hofschneider Anderson & Shepherd seinen Sitz. Dann musste das Geschäft wegen der sinkenden Nachfrage umziehen und sich verkleinern. Prinz Charles lässt sich hier einkleiden. Früher war Anderson & Shepherd ein exklusiver Club, Marketing war verpönt. Geschneidert wurde nur für den, der eine Empfehlung von einem Stammkunden hatte. Traditionell befinden sich die Markenetiketten von Anzugjacken aus der Savile Row in der Tascheninnenseite, damit keiner weiß, wo man seine Kleidung schneidern lässt. Denn niemand soll so gut gekleidet sein wie man selbst. Diese Haltung hat sich verändert. Anderson & Shepherd geht heutzutage auch auf Werbetour ins Ausland, um Kunden für seine ab 6.000 Euro teuren Anzüge zu gewinnen. Mit Erfolg. Die Auftragsbücher der Schneider, die übrigens bei der Arbeit selbst Maßanzüge tragen, sind wieder gefüllt. Mit Kunden, die wie einst Pablo Picasso oder Schauspielerin Marlene Dietrich Wert auf beste britische Qualität legen.
diese Patina, ob das eine Lederjacke ist oder ein gut eingetragener Schuh, das sieht dann noch besser aus. Und wenn das gut verarbeitete Produkte sind, werden die mit der Zeit besser und sehen besser aus. Zum Ende der Reise geht es an einen Ort mit ganz viel Patina, zum Schuhmacher John Larb. 6 Monate beträgt die Wartezeit für ein Paar. Das eigentliche Highlight sind die Schuhleisten von Berühmtheiten vergangener Tage. Horst A. Friedrichs fotografische Zeitreise dokumentiert nicht nur ein Stück Handwerkshistorie, sondern erzählt auch viele kleine Geschichten.